Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute packen wir die Sachen aus, die ich am Dienstag beim Training bekommen habe im Fanshop. Und für die, die mich noch nicht so lange kennen oder vielmehr, die jetzt nicht genau wissen, okay, was geht jetzt hier ab sozusagen, deswegen erzähle ich mal kurz nochmal die Geschichte, die ich auch schon im Trainingsvlog ja erzählt habe. Ich habe ja auch schon die Sachen gezeigt, aber eben noch nicht ausgepackt. Das lag natürlich auch daran, dass ich mit der einen Hand die Kamera festgehalten habe und mit der anderen Hand dann das nur noch so zeigen konnte, aber nicht mehr auspacken konnte. Jetzt habe ich natürlich ein Stativ, was mir natürlich durchaus weiterhilft, wo ich eben dann auch viel besser euch die Sachen nochmal zeigen kann. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Auch da habe ich eine kurze Story erzählt, auch im Trainingsblog. Aber falls ihr den Trainingsblog noch nicht geschaut habt, schaut erstmal den Trainingsblog und dann kommt wieder hier hin. Nein, ich erzähle natürlich gerne nochmal kurz die kleine Story. Also ich bin ja zum Training gegangen am Dienstag um 15 Uhr, habe das Training auch ganz normal geschaut, habe dann auch den Trainingsblog ganz normal aufgenommen und dann gehe ich immer eigentlich nach dem Training ins Geisbockheim, in den Fanshop rein und schau da einfach nochmal ein bisschen was. Vielleicht ne, möchte ich dann nochmal was kaufen oder so. Oder mir fällt irgendwas auf, was ich kaufen möchte. Und so war es dann eben auch. Ich habe den Karnevalsorden sozusagen gekauft und noch eine andere Kleinigkeit. Und dann kamen, als ich dann fertig bezahlt habe, kamen dann zwei FC-Mitarbeiter auf mich zu und meinten, ob ich der Janiklas sei von YouTube. Und da habe ich gesagt, ja, bin ich. Und dann haben sie gesagt, ja wunderbar, dann komm mal bitte mit. So, und dann bin ich dann mit denen mitgegangen, ins Lager gegangen. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, wir hatten letztens ein Video gesehen von dir. Ich meine, das Video ist schon etwas länger her, muss man sagen. Aber in diesem Video habe ich auch Sachen vom 1. FC Köln ausgepackt. Und habe aber währenddessen natürlich auch im Video dann gesagt, die Lieferzeit war extrem lang. Und ich glaube, es waren 2 Monate, dass ich auf eine Sache gewartet habe. Und ich habe aber gar keine Infos bekommen, wo die Ware ist. Ist die mittlerweile irgendwie verschwunden? Keine Ahnung, wurde sie überhaupt nicht losgeschickt? Und das habe ich halt ein bisschen kritisiert auf YouTube. Und das hatten sie auch gesehen, der 1. FC Köln. Und deswegen haben sie gesagt, möchten sie mir heute was Gutes tun und möchten sich dafür auch entschuldigen, dass ich so lange warten musste auf die Ware. Und das fand ich natürlich erstmal cool. So, und dann haben sie mir dann wirklich auch eine Tüte mitgegeben. Und ja, da waren dann eben mehrere Sachen vom 1. FC Köln drin. Und das möchte ich euch heute aber nochmal hier zeigen. Allerdings auch diesmal im ausgepackten Zustand. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe die Box schon hier. Also das ist wie gesagt die ja, Tüte, die ich bekommen habe. Wie gesagt, die ist bis oben hin pickepacke voll. Und das hat mich natürlich mega gefreut. Und sie haben nämlich gesagt, ja, die ist komplett kostenlos und ich so, wow, mega, mega, also wirklich richtig, richtig cool. Also da auch nochmal ganz, ganz ja, großen Dank an den 1. FC Köln, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Die Entschuldigung ist definitiv angenommen, also vielen, vielen lieben Dank. Also zuerst beginnen wir mit einem kleineren, aber auch schon was Schönes und zwar so einen kleinen FC-Wichtel habe ich ja bekommen vom 1. FC Köln und dann machen wir direkt weiter und zwar, wie ich schon auch im Trainingsvlog gezeigt habe, die FC-Spardose. Und diese FC-Spardose machen wir jetzt auch gemeinsam mal auf. Wie gesagt, ich wollte euch das einfach auch nochmal zeigen im ausgepackten Zustand. So ein kleines Unboxing-Video. Ich meine, es ist Länderspielpause, da haben wir ja auch nicht so viel zu tun, muss man ja auch sagen. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Einfach um den FC auch nochmal Danke zu sagen in dem Video. Hier nochmal, ja, das ist natürlich gut eingepackt, die Spardose. Und jetzt können wir sie dann auch, das ist immer ein bisschen Sauerei, muss man sagen, weil man muss so reingreifen und dann muss man das sozusagen rausziehen. Auch das dauert jetzt ein bisschen länger, weil ich das wieder nicht so richtig hinkriege. So, einmal raus damit. Ja, müssen wir ein bisschen an die zwischen die Beine klemmen sozusagen. Und jetzt ziehen wir es raus und jetzt haben wir es auch. Ne? Dann ist da ein bisschen Gebrösel dran. Das ist dann ein bisschen sauereimäßig, aber alles gut. Kann man ja alles wieder wegmachen. So, und dann, wie gesagt, ist der dann am Ende hier schon so drin, wie wir es sehen. So. Und dann tun wir ihn raus. So, und dann ist er eben auch nochmal hier in Folie eingepackt. Und er ist schon knuffig. Also muss man wirklich sagen, ist schon sehr knuffig. Die Hennes-Spardose, ne, hier hinten ist dann der Schlitz, wo die Moneten reinkommen. Und so sieht es dann aus. Also man muss wirklich sagen, ist eine sehr, sehr schöne Spardose. Ja, und wie gesagt, also da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den 1. FC Köln. Wie gesagt, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und vor allem habe ich sowas noch gar nicht. Also das ist auch sehr selten hier in diesem Studio, dass ich noch Sachen vom 1. FC Köln nicht habe. Also von daher, ja, die wird auf jeden Fall auch dann, ja, gebraucht, wenn dann mal das
Geld von YouTube kommt. So ein Ding ist das. So, dann ist das die YouTube-Spardose. Also da nochmal ein ganz großes Dankeschön an den ersten FC Köln. Ja, und weiter machen wir, denn es ist bald Weihnachten, Leute. Und passend dazu hat der erste FC Köln mir eine Weihnachtsbaumkugel. Und zwar leuchtet sie nämlich auch. Und auch das möchte ich euch gerne zeigen. Also wie gesagt, auch diese Kugel wieder sehr gut verpackt. In dem Fall hier ja auch wieder Styropor. Das geht auch diesmal leichter als bei der Spardose. Das muss man auch ganz klar sagen. Und hier haben wir dann die Kristallkugel, wollte ich schon sagen. Die Kugel des ersten FC Kölns. Und wie gesagt, sie soll ja auch wohl leuchten. Ne? Hier sieht man den Hennes, hier sieht man den Weihnachtsmann. Was sieht man noch so drauf? Genau, ein Weihnachtsbaum ist auch noch mit dabei. Ganz viele Bäume. Und natürlich, was nicht fehlen darf, das Logo vom ersten FC Köln. Und der Hennes zieht sozusagen den Schlitten vom Weihnachtsmann. So, und jetzt bin ich gespannt, wie geht sie an? Muss man dazu sowas sagen? Oder? Ah nee, man muss hier draufklicken, zack, und schon leuchtet sie. Ihr seht, ne, da drin ist sozusagen so eine kleine Lichterkette. Ich mach sie nochmal aus. So, guckt. Und jetzt ist sie wieder an. Und ja, sehr, sehr schön. Also da bin ich auf jeden Fall schon gut gewappnet, wenn der, oder schon gut bestückt, wenn der Weihnachtsbaum dann bald kommt. Also wie gesagt, sehr, sehr cool. Auch da nochmal ein großes Dankeschön an den ersten FC Köln. So, und jetzt kommen wir schon zum Schluss allerdings. Und zwar habe ich noch eine Weihnachtsbaumkugel. Allerdings diesmal noch ein bisschen größer für einen etwas größeren Baum. Oder wenn dann auch gerade mal im Baum vielleicht eine Lücke drin ist, ne, dass man das dann gut schließen kann mit dieser Kugel. Auch hier ist schon, weil sie ist auch leuchtend. Okay, hier das, ach, das wird dann so in den Baum noch gehangen sozusagen. So, und dann machen wir das Ganze mal auf. Und dann schauen wir mal. Also, auch das wieder gut verpackt, muss man sagen. Hier sehen wir es. Ja, auch wieder mit Styropor. So, und dann haben wir hier die Kugel in etwas größer. Der Untergrund sieht dann so aus. Ja, jetzt ist auch schon wieder zu, egal. So, also das ist dann, wie gesagt, die Kugel in etwas größer. Auch hier, ne, wieder sichtbar, der Hennes mit dabei, das FC-Logo mit dabei, wieder viele Weihnachtsbäume und natürlich auch wieder der Weihnachtsmann. Also eigentlich fast identisch mit der kleinen Weihnachtskugel. Nur der Unterschied ist, dass sie eben in Rot ist und die ein bisschen in Golden, sage ich jetzt mal. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Ding an? Das ist die große Frage. Ah, hier unten, oder eher gesagt hier oben, ist so ein An-Aus-Knipser. Und jetzt bin ich gespannt, ob das per Batterie geht oder ob das schon automatisch angeht. Ja, okay, ich habe es befürchtet. Es muss wahrscheinlich, ja, es muss Batterie reingefüllt werden. So wie ich das sehe. Oder ich sehe es kaputt. Eins von den beiden Sachen wird es sein. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass da Batterien reinkommen. Und deswegen, ja, wie gesagt, müssen wir das erstmal dann später machen, wenn dann die Batterien drin sind. Aber ich frage mich auch ehrlicherweise, wo kommen denn hier bitte Batterien rein? Das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich wirklich nicht, ob hier Batterien reinkommen oder ob die wirklich kaputt ist. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber für mich sieht das eher so aus, als ob da Batterien reinkommen. Naja, wie gesagt, da muss ich nochmal mich ein bisschen schlau machen, wie das hier geht. Sonst ist es aber auch einfach ein schöner Dekoartikel, wenn es jetzt nicht leuchten sollte. Aber wie gesagt, sonst ist es ein guter Dekoartikel. Aber normalerweise sollte es eigentlich leuchten. Sonst muss ich da mal nachfragen, wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall finde ich es aber trotzdem cool, dass der erste FC Köln ja meine Videos anscheinend schon schaut. Und das ist natürlich auch ein Riesendank an euch. Denn ja, ohne euch würde der erste FC Köln ja auch gar nicht, überhaupt nicht, ja, diese Videos vielleicht schon sehen oder ne? Also das ist natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch, denn wie gesagt, ohne euch könnte ich zwar Videos machen, ja, aber es würde keiner sie anschauen. Das heißt, der 1. FC Köln würde auch nicht darauf aufmerksam werden. Wenn ich dann auch mal was kritisiere, das ist natürlich auch sehr positiv für diesen Kanal, denn so sieht man dann schon, dass man auch, ja, was hier bewirken kann, wenn man auch eine Meinung hat oder ne, wenn man dann mal was nicht so gut findet, dass anscheinend das auch gehört wird. Finde ich sehr, sehr toll, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, auch da nochmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr mich eben immer wieder supportet, egal was ich mache, ob Stadion-Vlog, ob Trainings-Vlog, ob hier so ein Unboxing-Video oder einfach auch ein paar FC-News, die es ja auch immer wieder gibt hier auf diesem Kanal. Ne? Also wie gesagt, das freut mich wirklich sehr. Und wenn euch dieses Unboxing-Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr kein weiteres Video oder den Kanal einfach supporten möchtet, kostenlos, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich sag mal, bis dahin macht's gut, euer Niklas und ciao.